Willy Böckels. Und wie ich zum Fasten stehe, aus religiöser Sicht verstehe ich es gar nicht. Also Rüdiger Nieberg läuft auch 40 Tage durch die Wüste. Aber mal zu lernen, was Verzicht ist, ist Fasten als solches, mal selber zu fasten, eigentlich ganz in Ordnung. Ja. Rika Salm. Wie ich zum Fasten stehe, eigentlich ganz positiv. Ich halte mich nur nicht dran, das wäre eine gute Idee. Ich faste eigentlich überhaupt nicht und wenn, dann mache ich das ganze Jahr, das reicht mir dann auch. Ich bin die Marina und habe schon öfter gefastet und kann es nur jedem weiterempfehlen. Also ich bin Tobias Wilke und ich würde sagen, fasten kann man, wenn man älter ist, aber als Kind ist es nicht so gesund, weil man muss sich entwickeln. Ja, ich bin die Ulrike Messinger. Ich stehe dem Fasten grundsätzlich positiv gegenüber, habe mir jetzt aber noch nichts Konkretes vorgenommen für dieses Jahr. Ne? Aber grundsätzlich okay, ja. Zum Fasten, meine Meinung zum Fasten, ich finde es schon eine klasse Sache. Also ich hätte da keine Disziplin, absolut nicht, ja. Aber muss ganz ehrlich sagen, es muss ein wunderbares Gefühl sein, das Fasten mit einem Apfel zu brechen. Danke. Herr Kempe ist mein Name. Hallo. Ich faste seit 20 Jahren, glaube ich. Einmal im Frühling und einmal im Herbst. Und meistens aus gesundheitlichen Gründen, also nicht aus religiösen Gründen. Und es tut mir sehr gut. Hallo, mein Name ist Thomas Schelles. Ja, Fasten ist nicht so meine Sache. Ich genieße lieber das Leben. Ich finde es gut, einfach in dieser Welt, wo es alles gibt, verzichten zu lernen und zu lernen, weniger ist mehr. Adrian Schloter, mein Name. Zum Thema Fasten geht mir gänzlich hinten dran vorbei, muss ich zugeben. Hab nicht wirklich Lust auf irgendwas zu verzichten und ganz ehrlich, Fastnacht ist ja auch eigentlich mehr Gaudi als irgendwas. Ich faste auch manchmal einfach aus gesundheitlichen Gründen. Und wer sich halt gesund ernährt, für den ist es eigentlich ganz normal, dass eventuell zwischendrin immer mal gefastet wird. Ja, ansonsten, jetzt so auf die Religion bezogen, kann ich jetzt eher gar nichts sagen. Ja, das war's.